Hört sich verlockend an. Weißt du was? Ich hasste Elfen schon immer. Die sind ein Haufen Snobs. Immer über ihr Aussehen besorgt und immer Leute umlegen mit ihren Bögen. Nun Junge, kommst du zur Party? Du kannst auf mich zählen. Fabelhaft. Der Teleporter hinter mir führt dich zum Raum, in dem wir ein Portal zur Stadt der Elfen geöffnet haben. Betritt es, wenn du bereit bist. Ich warte auf dich auf der anderen Seite. Warte nicht zu lange, wir haben nur 5 Tage, bevor sich ihr Portal öffnet. Hey, Zera, ich mag deinen Boss wirklich. Was? Ich meine, dein Boss ist ein netter Typ. Ich habe das nicht erwartet. Wir müssen uns beeilen, du wirst dich ausrüsten müssen. Wir dürfen in unserer Mission nicht scheitern. Unsere? Ja, das Schicksal der reinen Geister hängt von dir ab. Ob du das Portal noch vor der Invasion zerstören kannst. Es ist eine große Ehre, Teil hiervon zu sein, aber auch eine große Verantwortung. Spider-Man und so, hm? Keine Angst, wir werden den Boss nicht enttäuschen. Jetzt ist es schon unser Boss. Wie geil. Sieht so aus, als ob wir zusammen ein letztes Abenteuer bestehen. Bevor du gehst, rüste dich gut aus. Einmal teleportiert, gibt es keinen Weg zurück zur Burg. Was würden wir noch kaufen wollen? Wir haben Wiederbelebungsdinger, um unser Haustier zu beschwören. Wir haben... Stufe 13, Stufe 11 Waffen. Das ist echt nicht gut. Zing, 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 zing. Wir brauchen bessere Waffen. Wo war der letzte Waffenhändler? Oben in dem einen Turm. Das ist nicht so schön. Aber na gut, wir sollten wirklich die neuen Waffen kaufen. Sonst klappt das nicht. Einmal abspeichern. So. Dann wieder nach oben und in das Tor, das neben dem Hanakon-Teleporter war. Das hier. So, und von hier aus müssen wir jetzt 2-mal nach oben. Das müssten wir jetzt ja auch können. Richtig, weil oben die Tür offen ist. Ah, ah. So. Mir fällt gerade auf, wir haben gar kein Gold, um diese super Waffen zu kaufen. Ja. Aha. Garstige, doofe Spinnen und Geister und Münzen. So. Gegengift 7. Obwohl wir eh gleich wieder eine Spinne abbekommen. Und hier unten irgendwo Geister rumlungern. Zweimal vergiftet. Ein paar Münzen, aber echt nur ein paar. Weg hier. Es werden immer mehr. Ich mag keine Spinnen. So, Heilung. Große Heilung. Drachi weg. Frosch weg. So. Die können wir verkaufen, ist okay. Gegengift. So. Gegengift. Und jetzt hoffen, dass der 15er Ausrüstung hat. Sonst haben wir Probleme. 17er, da war was. Karte nicht verfügbar. Shift 1. Heilen. So, also, der Händler ist es nicht. Welcher Händler war davor? Ich. Gucken wir da oben hin. Also, 15er Waffen wären schon schick. Auch wenn wir ja Excalibur haben. Also, ich weiß nicht, wie viel toller das noch werden kann. Aber hier. Und hier. Genau. Kaufen Waffen. 13er. Also brauchen wir das, was hier nach ist. Ich
ich weiß nicht mal, welche Farben, welcher Bereich waren. Also die Hallenentmannung waren relativ spät. Vielleicht der hier oben. Also ja, nicht spät, es ist auch schon wieder 6, 7 Folgen her, aber... hier ist falsch, ne? Nicht so falsch. Hier müsste richtig sein. Genau, und einfach nur einmal nach rechts. Und einkaufen. Aber das ist viel zu weit hinten. Genau, das ist bestimmt jetzt gleich 8. Equipment oder so. 9. Gute Schätzung. Okay. Shift 1. Passierschein 38. Oh, das könnte sein. Hops. Da rein. Hier rechts. Nein. Hier. Okay, nach unten, nach rechts, nach unten, nach... Und das Ganze bei den Blups und Chaosrittern. Oh, das sind Ruhen. Mit 50 Münzen. Haben und nicht haben. Hallo. Ich wollte eigentlich runterklettern. Muss auch sehr lustig aussehen. Du läufst auf so einen Ritter zu, kniest dich vor ihm hin und lässt dich einfach in den Kopf hacken. Oh. Yee. Au. Du hast grüne Essenzen. Sogar jede Menge. So, du. Rot. So, und Edelsteine, sehr schön. Wir wollen von hier aus nach rechts. Und dann nach unten. Ding, ding. Schaut es eigentlich mit Pfeilen aus. 235, ja, das muss reichen. So. Ding, ding, ding. Und die nervigsten aller Bosse, Gegner überhaupt. Blaue Blubs. Wo führst du hin? Genau, passiert schon A38. Wir brauchten ein Passbild, das müssten wir inzwischen haben. Anfrage für Visitenkarte von Hanakons offiziellen Lakai. Was? Hä? Okay, was machen wir damit? Ich kann mein Siegel nicht unter den... Wo kann ich es zertifizieren lassen? Schädel, Schädel, Knochenschalter. Schädel, Schädel, Knochenschalter. Das haben wir doch schon gemacht gehabt. Aber ja, ich denke, das ist jetzt die beste Taktik. Das kann ich nur machen, wenn es unterschrieben ist. Alle 3 Kopien. Schädel, Knochen, Schädelschalter. Oberster Teil. Da war ich gerade. Ja. Also es könnte gut sein, dass hier in dem Shop Waffen verkauft werden. Aber ich glaube mal, der Zermalma, den wir vor dieser Quest bekommen, wird besser sein. Warum bin ich gerade hier hingeschickt? Ah ne. Schädel, Knochen, Schädelschalter, der ist hier. Was? Denkst du, ich habe hier einfach ein unterschriebenes AN200 rumliegen? Hol dir eins, fülle es aus und dann denke ich darüber nach, das zu unterschreiben. Wo ist das Formular? Nicht mein Aufgabenbereich. Gehe zum Schädel, Knochen, Knochen. Das ist eine Ebene runter unter der Tür. Frage dort. Nervt mich nicht weiter. Also Schädel, Knochen, Knochen. Schädel. Knochen, Knochen da. Na? Du musst ein 2212 HHK-Formular ausfüllen.
Warte, ich muss ein Formular ausfüllen, damit ich ein anderes Formular bekomme. Denkst du, du kannst den Job besser machen? Geh einfach zum Knochenschädel-Schädelschalter. Und wo ist dieser Schädelschalter? Im tiefsten Teil. Geh so weit hinunter, wie du kannst, und wirst ihn finden. Ja. Wir könnten mit Hanakon ein ganzes Dorf zerstören, aber nein. Wir müssen komische Zettel einsammeln. Du brauchst erst eine offizielle Erlaubnis. Wo finde ich die? Am Knochenschädel-Knochenschalter. Leiter hinauf, dann rechts, dann wieder hinauf. Leiter hinauf. Rechts. Wieder hinauf. Das ist ja gar nicht mal so weit gewesen. Das ist einfach. Geh hinunter und hole ein Hanakon-Siegel und ich tue es. Einfach, richtig? Das ist hoffentlich XP wert. Wo bekomme ich ein Siegel? Geh zum Knochen-Knochen-Schädelschalter. Das ist eine Ebene höher. Neben einem roten Schild. Okay. Können wir es nicht einfach machen wie beim Asterix-Film? Wir verwirren sie und kriegen dann alles, was wir wollen? Rotes Schild. Wo ist hier ein rotes Schild? Hier ist kein rotes Schild. Und ich habe mir die Kombination von Knochen und Schädel vergessen. Vielleicht einfach nur ein Schild? Der da vielleicht. Schädel, Schädel? Nein. Ah, hier ist ein rotes Schild. Okay. Wir können zurzeit an niemanden offizielle Siegel ausgeben. Du musst beweisen, dass du ein loyaler Lakai von Lord Hanakon bist. Aber sicher, ich bin ein loyaler Ritter von Hanakon. Er ist mein großer Meister. Du musst meine offizielle Lakaien-Visitenkarte zeigen. Meine wurde von einer Höhlenfledermaus gefressen. Wo kann ich eine neue herbekommen? Am Knochen-Knochen-Knochenschalter. Geh und frage dort. Knochen, 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 das war der erste, oder? Knochen, Knochen, Knochen da unten. Visitenkarte von Hanakons offiziellem Lakai. Und zurück. Und der hat diesmal gar nichts gesagt. Der Programmierer hatte bestimmt auch keinen Nerv mehr drauf und hat einfach die Textdatei weggelassen. So. Wir meinen es ernst. Wir machen das Ding jetzt bis zum Ende durch. Hanakons offizielles Siegel. Wo sollte ich damit hin? Ich glaube, es war unten. Also zweimal runter. Das ist ja auch gemein. Muss man sich ja merken, wo man war. Nochmal runter, oder? Ja. So. Und da oben, glaube ich. Gesetzliche Zulassung. Jetzt nach unten. Aber wir müssen jetzt alle rückwärts abgehen, oder? AN200. Ja, schaut gut aus. Ich glaube, wir haben es gleich durch. Gut, dass wir die. Alle drei Kopien. Ja, okay. Du nicht. AN200 Formular. Jetzt vielleicht? Alle drei Kopien, okay. Yeah. Oh, warte mal. Müssen wir das Ganze jetzt dreimal machen? Ich hoffe ja nicht. Nee, ich mache jetzt nicht, was er sagt. Das hat er schon mal gesagt. Das kann nicht richtig sein. Gucken jetzt hier oben lang und gehen mal zu dem da oben links. Unterschriebenes Formular. Das ist doch schon wesentlich besser. Und das wollte jetzt wer haben? Du? Ha. Du? Nein. Also der ganz links will drei Kopien haben, das weiß ich noch. Oh, oder auch nicht. B10, irgendwas, Zertifikat. Unterschrieben ist. Tada, fertig. Oh, hat der bloß 10 Minuten gedauert oder so. Du verbieb, Zertifikat ist bieb. Ich wäre fast verrückt geworden.
Endlich erhält Ubuntu-Zertifikat. Ich zufrieden, ich gebe Knochenbrecher. Na also, Knochenbrecher, was bist du für einer? Stufe 14, 266. Ist 22 Schaden mehr. Oh, die Magie dieser Waffe erlaubt es dir, mehrere Ziele gleichzeitig anzugreifen. Ganz viele Elfen. Schnelltaste zuordnen. 2. Ausrüsten. Und verbessern.